Wahnsinn, das war's jetzt. Die Highschool ist endgültig Geschichte. Echt, Mann, wer hätte gedacht, dass unser Abschlussjahr so schnell vorübergeht? Wenn doch unsere Zeit in der Beth High nie zu Ende gehen würde. Aber so läuft das nicht. Wer weiß, vielleicht läuft's ja doch genauso. Oh, ich kann nicht glauben, dass wir jetzt getrennte Wege gehen. Ich bin trauriger als damals, als ich versehentlich Olli in die Waschmaschine gesteckt habe. Nur keine Sorge, Alex. Wir treffen uns doch noch. Jedenfalls auf unseren Missionen. Aber das ist doch nicht dasselbe. Wenn wir auf die Uni gehen und Clover auf diese Modeakademie, entwickeln wir uns doch immer mehr auseinander. Apropos auseinander, wo ist Clover? Clover? Clover! Ich bin hier und ich kann mein Outfit für die Abschlussfeier nirgendwo finden. Ich muss es versehentlich eingepackt haben. Warum ziehst du denn nicht was anderes an? Du hast doch schließlich die größte Klamottenauswahl der ganzen Schule. Ja, es weiß doch sowieso keiner, was du anhast, weil es unter deiner Abschlusskluft versteckt ist. Hallo, ich weiß es. Und als zukünftige Studentin der Modeakademie trage ich ein Maß an modischer Verantwortung. Und jetzt kommt endlich her und helft mir suchen. Seit wann weht die Meeresbrise auch im Haus? Irgendwas sagt mir, dass dieser Sturm eher auf unnatürliche Weise entstanden ist. Und ich bin mir sicher, dass der Sturm Hurricane Jerry heißt. Ah! Das ist doch verrückt. Wie kann uns Jerry am Tag der Abschlussfeier auf eine Mission schicken? Ah! Oh. Ehrlich gesagt habe ich heute eine Mission. Ich muss sie unbedingt pünktlich zu ihrer Abschlussfeier bringen. Pünktlich? Aber wir sind doch gar nicht spät dran. Ja, es ist erst 10 vor 8. Die Abschlussfeier ist doch erst um 11. Dem WOOHP-GPS-System zufolge ist es 10 vor 11. Was bedeutet, dass die Abschlussfeier in 10 Minuten beginnt? Wie ist denn das möglich? Sie, mein Fehler. Alex, was hast du angestellt? Ich habe gestern die Uhr um 3 Stunden zurückgestellt, sodass wir länger aufbleiben und noch Zeit miteinander verbringen konnten. Ich habe nur vergessen, sie wieder umzustellen. Meine Güte. In diesem eleganten Aufzug sind wir garantiert die bestangezogenen Absolventen der Beth High. Aber hundertprozentig. Wo wollen Sie das Flugzeug denn landen, Jerry? Ich fürchte, dafür haben wir keine Zeit. Sie müssen leider springen. Oh, springen? Aber ich trage Pumps. Und ich trage Pantoffeln. Keine Sorge, Ihre Umhänge sind hochmoderne WOOHP-Fallschirme. Ein einfaches Ziehen an der Quaste genügt. Ich komme zur Abschlussfeier so schnell ich kann. Ciao. Sind denn bei dem Ding hier die Bremsen? Vergiss die Bremsen. Mach dich lieber auf eine Bruchlandung gefasst. Ah! Hey, war doch gar nicht so schlimm. Für euch vielleicht nicht. Ihr habt gerade mein Designer-Outfit ruiniert und dazu noch die meiner Abschlussjungfern. Ich kann's nicht erwarten, meinen Abschluss zu kriegen. Dann bin ich euch los, endlich los. Hört ihr das, Mädels? Sie spielen unser Lied. Das heißt, es ist an der Zeit, von unserer gemeinsamen Highschool-Geschichte Abschied zu nehmen. Aber nicht, bevor wir noch mal zusammen Gruppen kuscheln. Für immer beste Freundinnen. Hey, Chet. Weißt du nicht, dass eine Collegejacke nicht das passende Abschlussoutfit ist? So kannst du doch nicht auf die Bühne gehen. Ja, nicht mal als Ballkönig. Keine Angst, ist schon okay. Denn zur Abschlussfeier wird es gar nicht erst kommen. Als Ihr ehrwürdiger Abschlussredner, lassen Sie mich der Erste sein, der sagt, ein Glück, dass ich euch los bin. Oh. Ja, genau. Jetzt müsst ihr endlich einen anderen finden, der eure Hausaufgaben erledigt und eure blöden Streiche erträgt. Denn Arnold ist auf dem Weg nach oben und weit weg von hier. Aber nicht, wenn ich es noch verhindern kann. Was machen wir denn wieder hier? War diese Abschlussfeier nur ein Traum? Ah, dann träume ich jetzt immer noch. Oder warum wäre ich sonst im Schlafanzug in der Schule? Unglücklicherweise glaube ich, dass wir alle hellwach sind. Was bedeutet, dass hier höchst sonderbare Dinge vor sich gehen. Morgen, Fans. Hier ist Chat mit ein paar Ankündigungen. Es gibt einen neuen Sammelalbenclub in der Schule mit dem Namen Die besten Jahre unseres Lebens. Einschreiben könnt ihr euch direkt bei mir. Freitagabend gibt's im Fitnessraum eine Neuauflage des Abschlussballs. Vergesst nicht, eurem Liebling eure Stimme zu geben. Nochmal. Und zum Abschluss, alle Kurse sind hiermit abgesagt. Und jetzt kommt alle mit zu einem mitreißenden Cheerleader-Umzug auf dem Hof. Okay, was sollte denn dieser komische Auftritt? Meinst du den Teil, wo Chat die Schule unter seine Kontrolle gebracht hat? Oder wo er von dem Sammelalbenclub spricht? Hm. Wie auch immer, da ist was faul. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Und zwar gleich. Los! Hey, wo sind die Schüler der unteren Klassen? Vielleicht haben die sich freigenommen. Zusammen mit dem Kollegium und dem Personal. Das können wir gleich klären, aber ich müsste mich erst mal ganz schnell an meinem Schwind umziehen. Das ist gar kein Traum. Das ist ein totaler Albtraum. Was ist das? Und was ergibt das? Das klingt wie der Beverly High Fangesang. Jetzt reicht's. Pyjama oder nicht, wir sollten Antworten auf unsere Fragen finden. Schickes Ensemble, ihr Modeluschen. Niemand sonst würde so erbärmlich angezogen bei einer Massenentführung aufkreuzen. Ich bin wohl eher die Mode-Avantgarde. Man kann von einer abgelehnten Modeakademie-Kandidatin nicht erwarten, dass sie die neuesten Herbsttrends kennt. Mädels, wir haben jetzt größere Probleme als Outfits. Gebt mir ein B, gebt mir ein E, gebt mir ein V. Was ergibt das dann? Beth! Los geht's! Ich hoffe, ihr seid alle genauso begeistert, hier zu sein wie ich, denn dieses Jahr wird das Beste überhaupt! Aber die Highschool ist vorbei, Chat. Wir sollten unsere Abschlusszeugnisse kriegen. Auf der neuen Beverly High geht die Schulzeit niemals zu Ende. Sie geht immer weiter. Immer weiter? Was willst du denn damit sagen? Ich rede von der Beth High Kopie, die ich erschaffen habe, damit wir darin weiter existieren können. Jetzt dauern die besten Jahre unseres Lebens wirklich ein ganzes Leben. Das kannst du vergessen. Ich durchlebe auf keinen Fall nochmal meine Highschool-Zeit. Aus dem Weg! Upsi, das wollte ich nicht. Seht ihr? Die neue Beth High ist durch einen undurchdringlichen Sicherheitsschirm geschützt. Und wenn jemand von euch flüchten will, muss er in der Schulkantine arbeiten. Amüsiert euch, wenn mich jemand sucht. Ich bin im Fitnessraum und bereite mich auf den Ball vor. Okay, jetzt ist es amtlich. Chat ist vollkommen durchgeknallt. Er sieht nicht ein, dass das Leben immer weitergeht. Es ist so, als ob er seine erfolgreiche Schulzeit immer wieder durchleben will. Na, so schlecht ist das doch gar nicht. Wenn wir in Chats komischer Highschool blieben, müssten wir uns wenigstens nicht voneinander trennen. Oh, so schön das auch klingt, Alex. Wir können nicht hierbleiben. Sammy hat recht. Wir müssen Jerry bitten, uns sofort zu retten. Anscheinend ist die neue Beth High in einem Funkloch. Dann können wir uns nur noch Chat schnappen und ihn zwingen, uns gehen zu lassen. Wie sollen wir das anstellen? Nur weil der Typ echt hohl ist, heißt das nicht, dass er ein Vollposten ist. Ganz einfach. Wir werden ihn mit einem Köder ablenken. Köder? Vergiss es, Sammy. Ich werde Mandy keinesfalls um was bitten. Clover hat recht. Außerdem würde Mandy uns doch sowieso niemals helfen. Vertraut mir. Sagt mir nochmal, warum ich euch Losern helfe und riskiere, zum Küchendienst abkommandiert zu werden. Weil wir hier ansonsten bis in alle Ewigkeit aufeinander hocken müssen. Na, worauf warten wir vier Hübschen denn dann noch? Los geht's, Leute! Oh meine Güte, ich muss eingeschlafen sein. Ich glaube, die Mädchen haben recht. Ich werde wirklich alt. Hey, Chat, willst du was in mein Jahrbuch schreiben? Neben deinem Eintrag vom letzten Mal ist noch Platz. Na klar, Mandy. Okay, Mädels, jetzt zeigen wir Chat mal, wer hier wirklich die Hosen anhat. Hey! Ja! Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Wir zeigen dir mit einem spontanen Volleyballspiel, wie die Beth High wirklich tickt. Ich hoffe, dich stürzt nicht, der Ball zu sein. Ha, da müssen schon andere als ihr drei kommen, um mich fertig zu machen. Oder habt ihr vergessen, dass ich auch Kapitän des Beverly High Ringer Teams bin? Mandy? Könntest du uns vielleicht mal ein bisschen helfen? Helfen? Warum sollte ich euch helfen? Ich bin doch nur eine unschuldige Zuschauerin, die ihre Traumschule liebt. Ja! Yeah! Ah! Oh! Los, Team Beverly! Ihr Mädels habt euch gerade einen Posten in der Beth High Kantine gesichert. Viel Spaß mit deinen neuen Lehrlingen. Hey, Chat, alter Freund. Jetzt, wo die drei Mädchen den Küchendienst machen, wär's doch toll, wenn du deinen alten Kumpel da rauslassen würdest, ha? Keine Chance. Ich mag meinen Hackbraten gut durch, aber nicht zu trocken. Ich glaub das nicht. Die Situation hier wird ja wirklich immer noch schlimmer. Kannst du laut sagen, die Küche ist ein Skandal. Wer redet hier von der Küche? Ich rede davon, dass Chat mich zwingt, diese hässliche Polyester-Küchenmarktschürze zu tragen. Oh! Vergiss das Modedesaster, Clover. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Das hat keinen Sinn. Ich habe überall gesucht. Es gibt kein Entkommen. Hey, dieser Kühlschrank ist nicht mal echt. Der ist doch glatt aus Pappe. Und der Ofen hier auch. Oh, sogar die Grapefruit ist eine Attrappe. Ich meine, hallo? Regiert hier der Rotstift? Das Merkwürdige ist, dass es für eine Küchenattrappe ganz schön heiß hier drin ist. Du weißt ja, was man sagt. Wer die Hitze nicht ab kann, raus aus der Küche. Hier scheint es aufs Dach zu gehen. Kommt schon. Oh. Hey! Wartet auf mich! Toll, raus aus dem Ofen, rein in die Sauna. Wo hat uns Chat nur hinverfrachtet? Mitten in die Sahara? Anscheinend hat er nicht bedacht, dass sein unsichtbarer Schild hier drinnen einen Mega-Treibhauseffekt verursacht. Wenn wir unsere Mitschüler nicht bald hier rausholen, bleibt keiner übrig, der seinen Abschluss machen kann. Wir sollten uns beeilen, bevor Chat unsere Flucht bemerkt. Schön stehen bleiben, ihr Hübschen! Was? Soll das ein Scherz sein? Der Typ ist ja nerviger als Jerry. Hey Mädels, wartet doch, ich stecke fest! Tut mir leid, wir müssen uns beeilen, wir kommen nachher zurück! Wir haben ihn abgehängt! Ach ja? Sag's mal schnell, Chat, der hat's noch nicht mitgekriegt. Oh. Kein Schritt weiter, Beth High-Hasserinnen. Wow, Clover, ich hätte nie gedacht, dass du mal vor dem Abschlussballkönig wegläufst. Merkwürdige Situationen erfordern merkwürdige Maßnahmen. Kommt schon, wir müssen diesen irren Quarterback abschütteln. Ah! Ha, sieht aus, als wären wir noch mal davon gekommen. Naja, wohl doch nicht so ganz. Hey, das könnte unsere Chance sein, hier rauszukommen. Okay, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich in dieses dreckige Loch steige und dann... Seht mich an, ich bin voll Schmutz und Wurmdreck. Oh. Wir geben die Sachen dann in die Reinigung. Jetzt müssen wir Jerry anrufen. Hallo? Jerry, wir sind's. Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Wir sind von Chat, dem Football-Captain, entführt und mit dem Rest unserer Abschlussklasse zu einer falschen Beth Highschool gebracht worden. Dann sind wir in einer Pseudoküche mit Pseudofrüchten eingesperrt worden, aber wir sind entkommen. Und dann haben wir uns unter einem Kraftfeld durchgegraben und unsere Nägel dabei total ruiniert. Meine Güte, die Eltern müssen vor Angst ganz krank sein. Komme sofort. Oh, wenn ich das Agentenoutfit anziehe, kommt es mir vor, als treffe ich einen alten Freund. Autopilot aktiviert. Hier sind ein paar alte Freunde, zusammen mit einem neuen, die Kazuka. Ein Kazoo mit einer starken Bazooka-Funktion, das molekültrennende Parfum und die Infrarotbewegungsmelder-Hitzesensorenbrille. Danke, Jerry. Können Sie den Klimadetektor des Jets dazu verwenden, um eine Temperaturmessung in der Kuppel durchzuführen? Die Temperaturmessung folgt zugleich. 55 Grad? Das ist ja wie ein Solarium in der Wüste Gobi. Genau deshalb müssen Sie auch so schnell wie möglich zur Beth High zurück und alle retten. Kommt, Agentinnen! Der Quarterback kriegt eins auf die Nuss. Als Zubehör rockt das molekültrennende Parfum echt total. Aber als Parfum kann man's vergessen. Diese Hitze macht mich fertig. Aber hallo! Das erinnert mich an die Zeit, als meine Cabrio-Klimaanlage kaputt ging und ich die Fenster runterließ. Nur hier kann man keine Fenster runterlassen. Genau deswegen müssen wir auch die Kraftquelle der Kuppel finden und sie ausschalten. Ich bin dabei. Sie ist unter dem Brunnen. Los, kommt! Bleibt mal geschmeidig. Wir sorgen hier gleich für eine tüchtige Abkühlung. Das ist alles nur eure Schuld. Wenn ihr nicht so rebelliert und Chet verärgert hättet, hätte er unser Luxusgefängnis nicht in eine schreckliche Dumpfsauna verwandelt. Unsere Schuld? Ach, Quatsch. Hast du total vergessen, wie du uns im Stich gelassen hast? Oh. Clover, hebt dir das für später auf. Wir haben Wichtigeres zu tun. Okay, und jetzt alle sofort aus dem Boden raus. Worauf wartet ihr denn noch? Nicht gerade sehr dezent, aber wirkungsvoll. Ich bin froh, dass ihr Mädels zurück seid. Jetzt kann ich euch richtig hart bestrafen. Na toll! Schon wieder das Ein-Mann-Abschlussball-Team. Wird Zeit, dass wir dem Klassenclown mal zeigen, dass die Schulzeit vorüber ist. Gefällt euch die Fahrt, Ladies? Ja, ein echter Straßenfeger. Aber warum sollen nur wir uns amüsieren? Nein! Echt gut gemacht, Clover. Du hast unsere Haut gerettet. Das meine ich wörtlich. Da ist die Kazuka. Sehr schön. Ich bin sicher, ich werde diesen Brunnen vermissen. Er war ein Teil meiner Kindheit. Alex, der ist nicht echt schon vergessen? Ach ja, auch egal. Wir haben es geschafft. Wir haben den Schild zerstört. Wir haben den Schild zerstört. Und zwar gerade noch rechtzeitig. Meine Spitzen wurden schon spröde. Okay, Spione. Lochen wir Chet ein und kehren zurück zur echten Beth High. Jetzt weiß ich, wofür Chet sein Geld ausgegeben hat. Was sollen wir jetzt tun? Rennen! Er hat uns in die Enge getrieben. Wenn wir flüchten wollen, sind wir dran. Ach ja? Mal sehen, ob Chet das hier mag. Oh nein, da ist keine Munition mehr drin. Okay, dann kommt jetzt dein neuer Spielzug. Bin schon dabei. Gut gemacht, Alex. Ja, du bist ein so viel besserer Quarterback als Chet. Ich bin noch nicht fertig mit euch, Mädels. Ich werde eine bessere Schule bauen und ein besseres Kampfmobil mit stahlverstärkten Rosen. Ihr werdet schon sehen. Hey, Jerry, ist denn da Platz für noch eins? Mal sehen, was ich machen kann. Aber sollten Sie jetzt nicht zu wichtigeren Dingen zurückkehren? Zum Beispiel zu einer Abschlussfeier. Hilfe! Das war's dann. Das letzte Mal, dass wir jemals zusammen in der Schule waren. Können wir denn das Ganze hier nicht noch ein bisschen hinauszögern? Leute, ich habe mir was überlegt. Was wäre, wenn wir unsere anderen Pläne fallen lassen und stattdessen hier zur Uni gehen zusammen, zur Universität von Malibu? Finde ich gut. Ich bin auch dabei. Hervorragende Idee. Seht ihr, was ich meine? Er kann echt total nerven. Jetzt, wo das alles geklärt ist, wollte ich Sie wissen lassen, dass Chats Verhalten durch WOOHP-Agenten korrigiert wird und er nächstes Jahr seinen Abschluss macht. Was Ihre Mitschüler betrifft, wir haben die Erinnerung an die Entführung ausgelöscht. Danke, Jerry. Wir haben unseren Abschluss. Hallo, Uni, wir kommen! Ja, ach und stolz. Klar, was erwartet ihr auch von der erfolgreichsten Studentin der ganzen Erstsemesterklasse? Hey, ich wollte doch nach oben! Mali-U, der coolste, nobelste, aufregendste Campus auf der ganzen Welt. Ich kann's kaum erwarten, endlich anzukommen. Ich auch nicht. Ich habe mein ganzes Leben von diesem Moment geträumt. Autopilot aktiviert. Bevor ihr geht, Mädchen, lasst uns einen Moment über die lebensverändernde Reise sinnieren, die ihr unternehmen werdet. Die Samen des Wissens, die ihr heute sät, haben das Potenzial, in der Zukunft eine reiche Ernte zu erbringen. Und so nähren die Früchte ihrer Arbeit Körper und Seele. Redet er wirklich von den Samen des Erfolgs? Ist das sein Ernst? Anscheinend ja, aber ich will Footballspiele und schicke Partys, nicht solche langweiligen Farmmetaphern. Genau meine Meinung. Wer zuletzt hier raus ist, ist ein Lappen. Meine Damen. Kann mal bitte jemand den Liebesdoktor rufen, denn ich habe gerade einen schweren Anfall von Studentitis. Seht euch mal die Ausstattung an. Eine hochmoderne Sportanlage, eine absolut irre Fachbereichsboutique-Mall und ein privater Luau-Strand. Ganz zu schweigen vom topaktuellen Internetcafé und dem total praktischen Mini-Tram-System. Oh, da ist es ja schon, Mädels. West Coast Hall, unser neues Zuhause. Damit erkläre ich diese Tour jetzt offiziell für beendet. Die Tour sollte aber schnell noch die Richtung ändern. Ich hoffe, wir liefern in der Uni eine genauso gute Vorstellung ab wie hier auf dem Dach. Also, so sieht sie aus. Die edle Suite 525. Oh, wer will da zuerst reinstürmen? Um es aufregender zu machen, sollten wir da zusammen rein. 1, 2, 3. Oh. Oh. Wow. Wer hätte gedacht, dass die Aufregung in Enttäuschung umschlägt? Und das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Wo ist denn jetzt die versprochene stilvolle Dreibettstudentenunterkunft? Keine Ahnung, aber die Bude hier erinnert mich eher an das WOOHP-Warenlager. Ja, aber ohne den Glamour-Faktor. Leute, Glamour ist wirklich noch das Geringste, was hier fehlt. Wo sind meine ganzen Sachen? Die sind hier drin, Sam. Hallo, ich bin Stacy, deine neue Mitbewohnerin. Was? Wie kannst du ihre neue Mitbewohnerin sein? Wir sind beste Freundinnen. Und außerdem sollten wir alle in einem Zimmer wohnen. Oh, tut mir leid, aber auf dem Campus herrscht gerade eine Zimmerkrise. So gelangten Sams Sachen in mein Zimmer. Und ich bin mir sicher, dass wir uns super verstehen. Du hast meine Sachen ausgepackt? Ja, und den Büchern nach, die ich gefunden habe, haben wir wirklich wahnsinnig viel gemeinsam. Siehst du, Sam, ich interessiere mich wie du für Wissenschaft. Wow, Sammy! Ich wünschte, meine Mitbewohnerin wäre so hilfsbereit. Oh, bitte! Du brauchst doch 10 Mitbewohnerinnen, um deine Sachen auszupacken, Clover. Was haltet ihr von einer Campus-Tour mit mir? Ich bin das 2. Jahr hier und kenne den Campus wie meine Westentasche. Klingt echt toll, Stacy, aber wir müssen uns für die Kurse einschreiben. Ich sehe dich dann nachher. Das ist total unfair. Wieso kriege ich so eine neugierige Mitbewohnerin? Sie ist nicht neugierig, Sam. Nur bemüht. Außerdem haben wir schon schwierigere Situationen gelöst. Da schockt uns so ein Zimmerproblem doch nicht. Und in der Zwischenzeit wohnen wir direkt gegenüber, wenn du uns brauchen solltest. Hört mal zu. Ich habe den letzten Platz bei Sophologie für Anfänger bekommen. Das ist die akademische Version einer Single-Bar. Oh, und ich habe einen Platz bei Einführung ins Korbflechten. Da kann ich mal meine künstlerische Seite ausleben. Und ich bin in alle fortgeschrittenen Kurse gekommen. Sogar in Quantenmakrophysik. Sam, fängt der Kurs nicht schon in 2 Minuten an? Oh, ja, du hast recht. Ciao! Ach was, ich kann nicht glauben, dass wir 2 einen Kurs zusammen haben. Ja, was für ein glücklicher Zufall. Gut, Studenten, beginnen wir mit einer elementaren Fragestellung. Wie nennt man die anziehende Kraft, die zwischen 2 parallelen ungeladenen Platinen herrscht? Ling Yi... Also anscheinend versteht die gute Miss Ling Yi nicht ganz die Bedeutung von Anwesenheitspflicht. Okay, dann wie wär's mit Stacy? Oh, man nennt sie, sie heißt... Casimir-Effekt aufgrund von Quantenvakuumfluktuation des elektromagnetischen Feldes. Sehr gut, Samantha. Da scheint jemand seine Hausarbeiten gemacht zu haben. Vielen Dank, Sam. Das hast du nur gemacht, damit ich mich blamiere. Oh, nein, ich wollte nur helfen. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Ich werde auch nie wieder ein Wort mit dir wechseln. Okay, Surfer Boys. Wer will als erster mein Brett wachsen? Willkommen zu Surfologie für Anfänger. Heute lernen wir etwas über die Anatomie einer Welle. Soll das etwa heißen, dass wir jetzt gar nicht ins Wasser gehen? Nicht, solange wir nicht die Grundlagen beherrschen. Ich will keine Grundlagen. Ich will Sonne, Wonne und Strand für Anfänger. Genauso wie es im Mali-U-Kurs-Katalog versprochen wurde. Wenn das so ist, dann zeig mir doch gleich mal einen Nosedive, sofern der Onshore nicht so stark ist, und dann performe einen Pickdog. Wenn ich's mir so überlege, klingen die Grundlagen echt total tubulär. Gut, auf geht's. Du surfst dann auf dem hier. Das Geheimnis des erfolgreichen Korbflechtens, Schüler, ist es, eins mit eurer Schöpfung zu werden. Und jetzt schließt bitte eure Augen und geht vollkommen in eure Arbeit auf. Ich gehe vollkommen in meine Arbeit auf, okay. Das ist vielleicht ein bisschen zu sehr. Upsi! Die Uni ist ja wirklich anstrengend. Ich sollte mal im Internetcafé vorbeischauen und bei einem Latte neue Kraft sammeln. Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Mein Kaffee Latte muss wohl noch warten. Hilfe! Haltet durch, ich komme! Ich schaff's! Also, diese Mini-Trams sind nicht echt praktisch, sondern eher echt nervend. Hey, was ist das? Ein rosa Haargummi. Oh, das gleiche rosa Haargummi, das Stacy getragen hat. Oh, Sammy, was soll denn das? Ja, was soll denn diese verrückte Ninja-Begrüßung? Ich habe einen Fiesling verfolgt, der einen Studenten entführt hat. Aber wer es auch war, er konnte entkommen. Und ich glaube, dass Stacy hinter dem ganzen Angriff steckt. Stacy? Das ist doch albern. Ja, sie ist doch so super nett. So nett wie Dr. Jekyll. Glaubt mir, so wie sie sich heute in meinem Kurs aufgeführt hat, ähnelt sie weitaus mehr einer Miss Hyde. Ach, hör zu, Sammy. Ich weiß, dass Stacy nicht die ideale Mitbewohnerin ist, aber glaubst du nicht, dass dein Verdacht etwas zu weit geht? Ich glaube, du hast einfach Schwierigkeiten, dich an neue Leute zu gewöhnen. Denk doch mal drüber nach. Jeder könnte dieses Haargummi verloren haben. Es könnte auch eins von meinen sein. Hm. Bitte? Dann glaubt mir nicht. Aber ich weiß, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht. Und ich werde auch herausbekommen, worum es sich handelt. Die Luft ist rein. Das heißt, Zeit für eine kleine Spionaktion. Bingo! Eine Liste der 5 besten in Mali-U erwarteten Studienanfänger. Sie beginnt mit Ling Yi. Hey, das war das fehlende Mädchen aus dem Physikkurs. Das Cranium Dranium? Also das kann man jetzt wirklich als merkwürdig bezeichnen. Hey, Zimmergenossin, wie läuft's so? Gut, denke ich mal. Mir geht's super. Ich habe für meine Literaturarbeit eine 1+ bekommen. Na, willst du das mit mir in einer extra Übungsstunde feiern? Vielleicht später. Ich wollte jetzt erst mal duschen gehen. Auch wenn Alex und Clover mir nicht glauben, ich muss Jerry anrufen. Das Ganze wird echt zu schräg. Ah! Und es wird jetzt gerade noch schräger. Ah! Oh, na toll, ich habe jetzt nicht nur eine sonderbare Mitbewohnerin, sondern auch noch eine sonderbare Duschtasse. Oh, wow. Ich wusste, dass Stacy was im Schilde führt, aber ich hätte nie gedacht, dass es sowas Abartiges ist. Oh, Augenblick mal. Ihr seid doch die Studenten von Stacys Liste. Was macht diese komische Maschine mit mir? Sie lockt sich in die informationsreichen Gehirnwellen ein und bereitet einen Wissenstransfer vor. Ich weiß nicht, was für einen kranken Plan du ausgeheckt hast, aber du musst diese Maschine abstellen und die Studenten freilassen. Vergiss es. Das ist meine Chance auf eine perfekte Durchschnittsnote. Letztes Jahr habe ich wie verrückt gelernt, aber es gab zu viele gute Studenten. Da habe ich mir gedacht, wenn du sie nicht besiegen kannst, mach's wie sie. Oder noch besser, sie machen's wie du. Du könntest doch einfach versuchen, ein bisschen mehr zu lernen. Warum sollte ich lernen, wenn ihr mich mit Wissen vollstopft? Und morgen muss ich übrigens ein paar Hausarbeiten abgeben. Es wird Zeit, dass du mir zeigst, was du drauf hast. Ah! Sieht mir nach einer 1+ aus. Danke für eure Mühe, Leute. Oh, und spart eure Kräfte. Freitag steht eine Semesterarbeit an. Welche Kraft soll ich sparen? Was wollt ihr zwei denn hier? Mal nach Sam sehen. Und dir auch einen guten Tag. Also sie ist nicht hier. Dann gute Nacht. Ich muss jetzt lernen. Na, weißt du denn, wo sie ist? Na, wahrscheinlich hängt sie irgendwo mit den anderen Trotteln ab, die auch Surfologie oder Korbflechten gewählt haben. Hey, diese Kurse sind viel anspruchsvoller, als du denkst. Oh, hey, wo hast du dieses Haargummi her? Das gehört mir. Wie dreist! Sam hat da recht mit Stacy. Sie ist ein absoluter Albtraum. Ich habe irgendwie ein richtig schlechtes Gefühl. Wir sollten besser sofort Jerry anrufen. Hallo Mädels. Ich wollte nur mal wissen, ob Sie meine Worte der Weisheit bei Ihren akademischen Bemühungen beflügelt haben. Ach, nein, Jerry, leider nicht. Aber wenn Sie uns wirklich helfen wollen, dann wuppen Sie uns jetzt. Nun gut. Also, bei aller Weisheit haben Sie es noch nicht geschafft, unsere Stürze abzufedern. Und? Was ist denn das Problem? Bücher, Bechern, Burschen. Wer hat denn Zeit für sowas? Sam ist verschwunden. Wir glauben, dass Ihre fiese Mitbewohnerin schuld ist. Verstehe. Sam mag verschwunden sein, aber Ihr Computer nicht. Ist das niedliche Leuchtzeichen da oben Sammy? So ist es. Und es sieht so aus, als wäre sie im Keller ihres Wohnheims. Was sollte denn Sam im Keller suchen? Vielleicht versteckt sie sich vor ihrer grässlichen Zimmergenossin. Was sie auch tun mag, es ruiniert gerade ihre physiologischen Systeme. Ihr Gehirn arbeitet mit geradezu riskant niedriger Frequenz. Wie können Sie das denn alles wissen, Jerry? Alle Computer haben eine Funktion, die die Biofunktionen des Trägers beobachtet. Hallo? Gibt es einen Bereich unseres Lebens, in den Sie nicht total eindringen? Eigentlich nicht. Oh, kommen Sie, Jerry. Wir brauchen ein neues Zubehör, um Sam zu helfen. Oh? Wow, etwas altmodisch. Was ist denn mit Itzhaus? Sagen wir mal, seine etwas überhebliche Art hat ihm einen Dauerurlaub auf dem WOOHP-Recyclinghof verschafft. Nun, hier der scharf pikante Kaugummi, der Absatzbohrestiefel und der ultraschnell trocknende Emaille-Fußnagellack. Wow, glitzerndes Aquablau, ein Klassiker. Tada und viel Glück, Agentinnen. Ah! Eine weiche Landung gibt's bei Jerry nie. Ah, ich glaube, diese Tür führt zum Keller. Komm schon. Warte. Wir sollten einen weniger auffälligen Weg nehmen. Wir wissen schließlich nicht, wo diese Stacy sich rumtreibt. Versteh mich nicht falsch, ich liebe diese Stiefel. Aber sie sollten mit einem Staubwedel geliefert werden. Was ist denn das für ein Ding? Da ist Sam. Geht's dir gut, Sammy? Sag doch irgendwas. Ach, das meinte Jerry mit niedriger Gehirnfrequenz. Wir müssen sie rausholen, bevor es zu spät ist. Tut mir leid, Frischlinge, aber das kann ich nicht zulassen. Du steckst also hinter diesen ganzen Aktionen. Wie kommst du darauf? Weil ein ausgeklügelter Plan, der sich so hochentwickelter Technik bedient, nur von einem Genie wie mir stammen kann? Nein, weil Sam uns gewarnt hat, dass du total durchgeknallt bist. Guter Versuch, aber ich hatte schon meine Gesichtsbehandlung. Jetzt wird es Zeit, dass wir dir mal eine kleine Behandlung verpassen. Und ich meine kein kuscheliges Schaumbad. Ah! Mein mechanischer Freund hat eine ganz andere Meinung dazu. Wieso hast du uns hier rübergebracht und nicht in deine komische Maschine? Sagen wir mal, es ist ziemlich klar, dass keine von euch mir helfen kann, meinen Notendurchschnitt zu verbessern. Also habe ich mich entschlossen, euch von der Mali-U-Liste zu streichen. Wir kennen uns noch nicht mal einen Tag und du beleidigst uns schon das 10. Mal. Langsam wird's langweilig. Darüber müsst ihr euch bald keine Sorgen mehr machen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss weiter nach brillanten Geistern suchen. Bis später, ihr dummen Hühner. Sie macht sich mit Sam aus dem Staub. Wir müssen uns erst selbst retten, bevor wir uns um andere kümmern. Wenn wir doch nur an unsere neue Ausrüstung rankämen. Hey, ich hab was, den scharf pikanten Kaugummi. Okay, ich präzisiere es an unserer Ausrüstung. Außer dem Kaugummi, was wir jetzt nämlich gar nicht brauchen können, ist, dass uns noch heißer wird. Oh, den muss ich mit Genuss kauen. Er wird wohl das Letzte sein, was ich je kauen werde. Clover! Der Kaugummi hat geholfen. Ich habe mich in die Freiheit geschwitzt. Cool, ich meine heiß. Und jetzt schwitz dich hier rüber und mach mich los oder ich werde getoastet. Komm schon, wir müssen Stacy kriegen, bevor sie Sam ihr ganzes Wissen klaut. Mal überlegen, wo hängen denn die Intelligenzbestien so rum? Na, in der Bibliothek natürlich. Sprachlich gut, aber dafür schwach in Mathe. Gut in Mathe, aber nicht in Naturwissenschaften. Ach, genau das, was ich suche. Das ganze akademische Paket. Wo kann sie hin sein? Mit der Maschine kann sie ja nicht in der Masse untertauchen. Wenn ich bei Missionen irgendwas gelernt habe, dann ist es, dass man im Zweifel immer den Schreien folgen muss. Professor Emeritus, Fachgebiet Zahnhygiene des Cro-Magnon-Menschen. Wenn das mal kein Fachidiot ist. Obwohl man weiß nie, wann man einen Spezialisten braucht. Ihr zwei schon wieder. Vielleicht habe ich euch ja doch unterschätzt. Das wirst du schon noch merken, du Notenraffzahn. Du bist doch nur neidisch, weil ich von Natur aus intelligent bin und du nicht. Hey! Wach mal wieder auf. Deine guten Noten haben ja nun wirklich keinen natürlichen Ursprung. Intelligent wäre es jetzt, wegzurennen! Wie können wir das Ding nur anhalten? Es ist so stark wie ein Panzer! Aber nicht härter als unser ultraschnell trocknender Emaille-Fußnagellack. Okay, das war jetzt keine gute Idee. Laura, kann ich mir deinen Nagellack borgen? Und zwar jetzt! Haben wir dich! Nein! Jetzt falle ich in all meinen Kursen durch. Und das ist nur eure Schuld. Vielleicht solltest du mal die Nase in ein Buch stecken. Ach, ich glaube, manche lernen es wirklich nur auf die harte Tour. Mädels, es wird euch freuen zu hören, dass alle Gehirne wieder im ursprünglichen Zustand sind. Natürlich ohne die Erinnerung an das Geschehene. Ah, da bin ich erleichtert. Ich meine, das wäre neu, dass man zur Uni geht und immer dümmer wird. Na, Sam? Jetzt, wo du wieder die Intelligenzbestie bist, die wir so lieben, könntest du mir bei einer Hausarbeit helfen? Nein, danke. Meine neu aufgeladenen Gehirnzellen brauchen etwas Erholung. Naja, ist ja auch egal. Selbst Nachhilfe würde nicht verhindern, dass ich mich im Surfkurs voll blamiere. Das kenne ich gut. In meinem Korbflechtkurs bin ich schon der Vollpfosten. Wer hätte gedacht, dass die Uni so kompliziert ist? Apropos kompliziert, wir haben leider immer noch nicht unser Zimmerproblem gelöst. Dann sollten wir uns beeilen. Ich kriege jetzt schon Platzangst, wenn ich an das winzige Loch denke. Merkwürdige Mitbewohner und überfüllte Studentenbuden spielen für Sie bald keine Rolle mehr. Ich habe für euch drei ein Penthouse über Ihrer jetzigen Behausung organisiert. Penthouse? Seit wann hat West Coast Hall ein Penthouse? Seit das WOOHP-Immo-Büro letzte Nacht eins gebaut hat. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen gleich mal. Oh. Ah! Seht euch mal diesen fantastischen Meerblick an, Mädels. Hier gibt es alles, was wir im Strandhaus hatten und noch viel mehr. Aber das Allerbeste daran ist, was es hier nicht gibt. Durchgeknallte Mitbewohnerinnen. Ja! Dann entspricht diese Wohnidee also Ihren Vorstellungen? Unseren Vorstellungen? Wir lieben dieses Penthouse. Danke, Jerry. Oh, gern geschehen. Von jetzt an haben Sie die Möglichkeit, die Samen des Wissens... Jerry, bitte keine landwirtschaftlichen Ratschläge mehr. Lassen Sie das lieber. Gehen Sie, sonst holen wir den Uniwachdienst. Und wieder eine ruhige Nacht in der Welt des Hightech-Sicherheitsdienstes. Na, das ging ja wirklich locker flockig. Hey, sofort stehen bleiben! Mission abbrechen, abbrechen! Das Unileben nicht einfach super. Aber hallo, wir haben nicht nur ein echt abgefahrenes Penthouse, sondern dank unseres lockeren Stundenplans auch total viel Freizeit. Na, was machen wir zuerst? Zum Strand gehen, uns die Minimall ansehen oder lieber einen der irren Studentenkurzfilme? Ich bin dafür, alles mitzunehmen, nachdem wir uns unser neues Postfach angesehen haben. Hallo Ladies, wie geht es Ihnen heute? Uns ging es gut, Jerry, bis Sie uns alle zu Tode erschreckt haben. Was in aller Welt machen Sie da drin? Ach ja, ich bin hier, um die Kosten für Unterkunft und Verpflegung abzuholen. Unterkunft und Verpflegung? Wovon reden Sie da? Ich rede von Ihrer Penthouse-Suite. Sie haben doch nicht geglaubt, dass Sie dort umsonst wohnen, hm? Naja, wir dachten, es wäre ein total cooles Wup-Bonbon. Tut mir leid, aber die Bonbontage sind vorüber, Mädels. Sie haben bis zum Ende der Woche Zeit zu bezahlen. So läuft das eben im richtigen Leben. Ciao! Wow! Wer hätte gedacht, dass das Wohnen auf dem Campus uns so teuer zu stehen kommt? Ich sag's nicht gern, aber ich glaube fast, wir müssen uns neben... Oh, nein, sag nicht das J-Wort! Oh. Alex hat recht, Clover. Wenn wir nicht unsere hippe Wohnung aufgeben wollen, heißt es Ciao, Freiheit. Hallo. Job. Sam an die Kasse. Alex Tische wischen. Clover schön den Kaffee malen. Noch Fragen? Ja, wann gibt's das Gehalt? Wenn du endlich mal arbeitest und jetzt los. Hallo! Lässt der den Chef raushängen? Sieh's mal positiv. Immerhin kriegen wir hier Freigetränke. Ja, ich bin sicher, die neuen Jobs sind gar nicht so schlecht. Ich hätte gern eine kleine Ziegenmilchlatte mit einem Schuss Weizenkeim und das pronto. Mandy? Was habt ihr Loser denn hier zu suchen? Na, wir sind alle auf die Mali-U gegangen, um beste Freundinnen zu bleiben. Aber die wichtigere Frage ist, wieso bist du hier? Solltest du nicht auf diese öde Skischule nach Aspen? Sie hat ihre Meinung ganz schnell geändert, als sie erfahren hat, dass sie hier mit euch drei Hübschen abhängen kann. Was? Begrüßt meine Cousine Mindy. Und macht zwei kleine Ziegenlatte draus, ihr Loser. Oh, okay, das nenne ich einen Schock in der Morgenstunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Mädels, aber mir wird plötzlich ganz schlecht. Tut mir leid, aber wir müssen heute früher nach Hause gehen. Ihr geht? Heute ist euer erster Tag. Deshalb sollten wir uns heute noch nicht verausgaben. Bis morgen! Bis später, ihr Trantüten! Oh, gerade als wir dachten, die Mandy-Zeit läge hinter uns, müssen wir uns jetzt mit zweien rumschlagen. Und die zweite nervt mindestens genauso wie die erste. Oh, wenn wir doch nur was zu spionieren hätten, um uns von diesem Campus-Chaos hier abzulenken. Hey, seht mal da, ein neuer Kurs Spionage für Anfänger. Wirklich? Ein Kurs, der einem das Spionieren beibringt? Wenn man bedenkt, dass wir Spione sind, sollten wir uns einschreiben und eine 1 kassieren. Ja, so machen wir's! Komisch, dass der Kurs in so einer Umgebung stattfindet. Das soll doch nur ein Gag sein, um dem Ganzen mehr Authentizität zu verleihen. Na, spannend macht's die Sache schon. Ich habe schon eine monstermäßige Gänsehaut. Naja, vielleicht kriegen wir doch nicht so leicht eine 1, wie wir dachten. Und der Prof scheint auch noch nicht aufgetaucht zu sein. Vielleicht solltet ihr die Fakten mal überprüfen, ihr möchtet gern Spione. Willkommen zu Spionage für Anfänger. Ich bin Professor Freeman, ein weltberühmter Geheimagent. Und jetzt kommt eure erste Lektion. Exzellente Ausführung. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr seid alte Hasen, was Spionage angeht. Wer, wir? Ach, ich bitte Sie, wir essen noch nicht mal Hasen. Ja, spionagemäßig sind wir totale Anfänger. Trotzdem seid ihr das perfekte Team für eine kleine Übung, die ich geplant habe. Was für eine Übung ist denn das? Wir werden einen berühmten Spionagefall nachstellen. Na? Ja! Wow, der Spionageunterricht ist ziemlich realitätsnah. Tja, an der Mali-U kriegt man was für seine Studiengebühren. Und jetzt lassen Sie uns anfangen. Vor 20 Jahren hat ein Agent in einer Mission, die Operation Geier genannt wurde, das Sicherheitssystem auf einem Gelände wie diesem hier überlistet und eine gefährliche Waffe gestohlen, ohne entdeckt zu werden. Was dazu führte, dass man die Aktion für die eindrucksvollste hält, die jemals durchgeführt wurde. Und? Was sollen wir jetzt hier? Ihr spielt die Eindringlinge und versucht, euch die Waffe zu besorgen. Obwohl ihr wohl nicht so erfolgreich wie der richtige Spion sein werdet. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Okay, Mädels, Zeit, diese Mission anzupacken. Na, dann beginnen wir mal mit einem kleinen Training. Apropos realitätsnah, der Prof hat hier echt nichts ausgelassen. Stehen bleiben! Sieh nur, er hat sogar Schauspieler als Sicherheitsleute eingesetzt. Und sogar sehr gute Schauspieler. Aber nicht gut genug, kommt schon. Der alte baumelndes Abflussrohrtrick. Der klappt immer. Jetzt müssen wir uns nur noch reinschleichen. Die falsche Waffe muss in dieser Kiste dort stecken. Aber wie kommen wir an den Pseudowächtern vorbei? Ich habe eine Idee. Clover, wie wär's mit einem Outfitwechsel? Tja, soll das ein Scherz sein? Ich liebe neue Outfits. Pass auf, Professor Freeman beobachtet uns. Schon vergessen? Stimmt, dann müssen wir es eben auf die altmodische Weise erledigen. Hier kommt nichts! Da oben! Oh oh! So viel zum Versuch, unauffällig zu sein! Ja. Ah. Ja. Ja. Okay, Alex, zieh uns hoch! Tut mir leid, aber wir haben das Höchstgewicht schon erreicht! Also, das geht fast so leicht. Professor F. muss seine Anforderungen an uns etwas hochschrauben. Das kannst du laut sagen, da kommt man ja nicht mal ins Schwitzen. Okay, dann wollen wir den Sack mal zumachen. Los, gib Gas, Clover! Na für diese Leistung gibt's doch eine 1+ mit Sternchen. Hat euch unser Erfolg gestern Abend auch so beflügelt? Aber Holler-Missionen machen echt richtig Spaß, wenn kein Druck dahinter steckt. Aber fandet ihr es nicht auch komisch, dass Freeman sich so zu freuen schien, als wir ihm die Kiste gaben? Als ob er wirklich glaubte, dass da was Wertvolles drin wäre. Er war wahrscheinlich nur begeistert, 3 so fitte Studentinnen in seinem Kurs zu haben. Sie sind umzingelt. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ah! Wie dreist! Jerry hat gesagt, wir können bis zum Ende der Woche zahlen. Clover, irgendwas sagt mir, dass das da keine WOOHP-Agenten sind. Oh, du hast recht, Sam. Lass uns abhauen. Nicht so schnell, meine Damen. Wer sind Sie denn? Und was wollen Sie von uns? Ich bin Mr. Franklin, der Dekan der Universität. Diese Regierungsbeamten nehmen Sie fest, weil Sie das Inflatus-Projekt entwendet haben. Wer? Wie? Was für ein Projekt? Stell dich doch nicht dumm, Kleine. Also wo ist jetzt diese Waffe? Ehrlich, wir wissen gar nicht, worüber Sie sprechen. Außer, Sie meinen diese Kiste, die wir gestern Nacht Professor Freeman überreicht haben. Professor wer? Freeman, unser Spionage für Anfängerlehrer. An der Uni gibt es weder einen Professor noch einen Kurs dieses Namens. Nehmt sie fest. Aber Sie müssen uns glauben, wir sagen die Wahrheit. Glaubt lieber das. Ihr seid jetzt offiziell von der Mali-U exmatrikuliert. Aber wir haben uns doch gerade erst eingeschrieben. Was macht ihr denn wieder mal für einen Lärm? Wir versuchen gerade etwas zu meditieren. Hey, was ist los? Hat die Modepolizei euch Loser endlich aufgespürt? Diese super süße Schlummerstube ist schon für mich reserviert. Na klar. Ah. Diese ganze Sache macht mich echt total fertig. Ja, und mich auch. Der Gedanke daran, dass Mandy und ihr Mitesser sich unsere süße Chilloase unter den Nagel reißen wollen, macht mich krank. Auf jeden Fall hat Mandy leider mitbekommen, dass die Polizei etwas von uns will. Und das Schlimmste ist, wir haben noch nicht mal was angestellt. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass wir nicht ganz unschuldig sind. Sam, denk doch mal nach. Wir haben eine Semesteraufgabe erledigt. Das ist doch wirklich das Normalste auf der Welt. Oder das war am Ende alles nur ein ausgeklügelter Plan, um für einen falschen Professor eine echte Waffe zu stehlen. Du hast recht. Wieso sollte auch ein weltberühmter Geheimagent an der Mali-U Kurse geben? Und wenn er so weltberühmt ist, warum haben wir dann noch nie von ihm gehört? Weil wir reingelegt wurden. Wir müssen jetzt sofort Jerry anrufen. Mädels, wo seid ihr? Ihr kommt zu spät zur Arbeit. Der Boden muss geschrubbt, die Hörnchen müssen gebacken und der Schaum muss geschlagen werden. Hallo, Leute. Wir sind gerade so richtig krank und, wir schaffen's heute nicht. Was? Ihr kommt nicht zur Arbeit? Aber heute ist erst euer zweiter Tag bei mir. Oh, tut mir leid. Der Arzt kommt gleich. Ich muss auflegen. Wow, ich hoffe, er ist nicht allzu sauer. Der schien ja echt zu rotieren. Darüber können wir später nachdenken. Wir sollten jetzt WOOHP anrufen. Hallo, Spione. Wollen Sie mir die Apartmentmiete schicken? Das können Sie vergessen. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Oh nein, Sie stecken in großen Schwierigkeiten? Bleiben Sie, wo Sie sind, Mädels. Ich bin gleich da. Bleiben Sie, wo Sie sind? Wo könnten wir auch hingehen? Wow, Sie haben nicht gelogen, als Sie gesagt haben, Sie sind gleich da. Endlich habe ich die Mittel, um meine Racheaktion durchzuführen. Testen wir das Ding doch mal. Und dann sagte er, an dieser Universität gibt es keinen Professor Freeman. Und wir sagten, doch, klar gibt's den. Und er meinte nur, hey, nehmt sie fest. Das ist äußerst bemerkenswert. Und das ist nicht das Einzige. Laut der WOOHP-Datenbank gab es überhaupt keine Operation Geier. Also haben wir drei nur die Operation Sam, Clover, Alex durchgeführt? Dem scheint so zu sein. Sie sollten die Vorgeschichte dieses Freeman überprüfen. Sieht aus, als ob unser weltberühmter Spion eher ein Möchtegern-Agent ist. Anscheinend wollte ihn keiner in seinem Team haben. Er wurde von jeder Spionageorganisation von Rang abgelehnt. Dann steht das F von Professor Freeman wohl für Fehlschlag. Somit lautet jetzt die Frage, was hat uns Freeman überhaupt stehlen lassen? Das Inflatus-Projekt. Dekan Franklin hat sowas erwähnt, aber was pumpt dieses Dingsbums denn auf? Alles, was es will. Es wurde als geheime Waffe entwickelt, die in der Lage ist, Gegenstände jeden Ausmaßes bis zu dem 100-fachen ihrer normalen Größe auszudehnen. Wir wissen jetzt, was in der Kiste war, aber was sind Freemans Pläne mit so einer Waffe? Ich glaube, er will damit sein etwas angeknackstes Ego wieder aufblasen. Oh, ein Erdbeben! Das war kein Erdbeben. Unsere irdischen WOOHP-Sensoren haben festgestellt, dass die Erde gerade um 2% vergrößert wurde. Was bedeutet, dass Freeman diese Maschine benutzt, um den Planeten aufzublasen? Abgefahren? Heißt das, dass die Strände gerade 2% breiter wurden? Glauben Sie mir, das ist keine positive Entwicklung. Ich habe den Ursprung der Störung lokalisiert. Die Universität von Malibu. Dann sollten wir schnell dorthin, bevor er die Welt zu einem Ballon aufbläst. Sie brauchen Zubehör. Der explodierende Tintenfüller mit Eigenantrieb, der sich ausdehnende Kaugummi und die Schlüssel zum WOOHP-Düsenjäger, der mit Spezialanzügen ausgerüstet ist. Super! Der Jet ist nur für offizielle Anlässe gedacht. Also keine Spritztour nach Paris. Viel Glück. Da ist Freemans Höhle. Lande, Alex. Anzüge sind nicht mal unsere Haare nass geworden. Geschadet hätt's nicht. Nur ein kleiner Scherz. Oh, die Inflatus-Maschine, die uns Jerry gezeigt hat. Und wie wir befürchtet hatten, Freeman hat sie schon ausprobiert. Kein Wunder, dass ihr gestern so eine gute Figur gemacht habt. Meine besten Spionageschülerinnen sind wirklich Spione. Sie haben uns nie gesagt, dass Sie einen Abschluss in Gagaistik haben. Vielleicht sollten Sie Ihren Kurs doch lieber in Lügen für Anfänger umbenennen. Oder warum verbringen Sie nicht lebenslänglich Semesterferien in dem schönen WOOHP-Zuchthaus? Ich soll meinen Rachefeldzug abbrechen, der die Erde durch Aufpumpen zum Explodieren bringen soll? Nein. Wollen Sie sich denn wirklich selbst zerstören, um Rache zu üben? Negativ. Ich werde meinen Plan aus der Abgeschiedenheit meines hochmodernen Raumschiffs verfolgen, das ich mir gebaut habe. Hä? Raumschiff? Wohl eher ein Albtraumschiff. Also wenn Sie weder Professor noch Agent sind und offensichtlich schon gar kein Raumfahrtingenieur, was können Sie dann überhaupt? Mir eure Sachen unter den Nagel reißen. Sie wollen den Jet stehlen? Wissen Sie, an Ihrer Stelle würde ich Jerry nicht verärgern. Er ist schon schwierig genug, wenn er jemanden mag. Keine Sorge, der Plan unseres Versagerprofs wird schon vorher abschmieren. Tut mir leid, die Anfänger, der Kurs läuft noch. Pass auf! Wie können Sie nur so ein süßes Meereswesen gegen uns aufhetzen? Lassen Sie uns raus! Ihr werdet schon bald aus allem raus sein. Denn wenn die Auswirkungen meiner Maschine euch nicht den Rest geben, dann wird es die Flut tun. Das war's dann. Oh, was sollen wir tun? Wir können uns in dieser Schale doch kaum bewegen. Wobei ich mich frage, wieso dann Muscheln nicht unter Platzangst leiden. Ich habe eine Hand an dem sich ausdehnenden Kaugummi. Clover, öffne deinen Mund. Okay. Dieses Teil schmeckt ja schrecklich. Wie Limburger Käse. Jerry hat einen Geschmack erschaffen, den wahrscheinlich nur er ertragen kann. Clover, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ob's wirklich schmeckt oder nicht, du musst weiter kauen. Und außerdem bin ich sicher, dass Jerry super WOOHP-Zahnpasta hat, die jeden Mundgeruch vertreibt. Irgendwann mal. Toll, aber Jerry schuldet mir eine neue Zahnbürste. Kommt, Mädels, holen wir uns den Betrüger. Seht nur. hat den Inflatus am Flugzeugrumpf angebracht. Und er fängt schon an, seinen wirren Plan umzusetzen. Von einem fiesen Wald angegriffen zu werden ist auch für mich das erste Mal. Die Spione sind gut, aber mit meinem Spionagefernkurs und meinem imaginären Fachwissen bin ich einfach besser. Mädels, die Lage ist ernst. Sie müssen den Inflatus sofort ausschalten oder die Welt wird schon in wenigen Minuten explodieren. Meinen Sie nicht, dass wir das wissen? Ein Hoch auf das Wolkenkratzer vergrößern. Sogar Jerrys Hologramm nervt. Toll, jetzt muss man auch noch aufpassen, dass man nicht von unten angesenkt wird. Brauchst du nicht, denn ich habe genau das richtige Zubehör, um das zu stoppen. Der explodierende Tintenfüller mit Eigenantrieb. Ich muss sagen, ich habe das kommen sehen. Vielleicht habe ich mehr Glück mit Füllern. Guter Schuss, Sammy! Kein anderer Spion wird meine Mission gefährden können. Jetzt heißt es nur noch Agent gegen Agent. Oh nein, der Inflatus pumpt wieder alles auf und der fliegt genau hierher. Ich habe eine Idee, die Freeman ein für alle Mal da oben runterholt. Folgt mir! Wir schlagen jetzt mit Donuts zurück. Ganz genau! Weg hier! Nein! Wer hätte gedacht, dass ein Donut den WOOHP-Jet aufhält? Da hat Jerry dran zu knabbern. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt, wo die Erde wieder Normalgröße besitzt, sollten wir den Inflatus noch seinem Eigentümer zurückgeben. Wir bringen ihn zurück, Jerry. Da der Dekan uns aus der Uni geworfen hat, haben wir dafür ja jetzt genügend Zeit. Sie werden erfreut sein zu hören, dass ich mit dem Dekan das Problem ausräumen konnte und Sie wieder zum Studium zugelassen sind. Fantastisch! Aber warum habe ich das Gefühl, dass WOOHP seine Erinnerung ausgelöscht hat? Kein Kommentar. Aber ich kann Ihnen sagen, dass WOOHP ab jetzt keine Miete mehr für Ihr Penthouse verlangt. Betrachten Sie es als mein Geschenk. Danke, Jerry! Das erinnert mich an was. Wir sollten schnell nach Mali-U zurückfahren, sonst schnappen sich Mandy und Mindy noch das Penthouse. Macht euch auf eine Abreibung gefasst, denn wir geben unser Penthouse nicht so einfach auf. Sieht aus, als hätten wir uns umsonst Sorgen gemacht. Keine Sorge, Virgil, wir sind hier und arbeitswillig. Oh, ich bin nicht besorgt. Ehrlich gesagt habe ich auch schon Ersatz für euch drei gefunden. Dumm gelaufen. Hattet ihr eine Sie-kommen-aus-dem-Gefängnis-Freikarte oder was? Echt unglaublich, dass ihr euch einen so tollen Job entgehen lasst. Mit Freigetränken satt. Hey, Leute, auch wenn es nicht unbedingt den Anschein macht, dieser Job gehört uns. Oh. Hier, Virgil, wir haben ein kleines Geschenk für dich. Klein? Das ist die dickste Bohne, die ich je gesehen habe. Ihr drei seid offiziell wieder eingestellt. Na, wenn das so ist. Bis bald, Schnarchnasen. Ciao. Macht's gut. Nach 30 Jahren ist die Third Street Bank wieder für den Geschäftsverkehr geöffnet. Es wird Zeit, die Sache abzuschließen. Okay, Öhmchen, Zeit, in dein neues Hochsicherheitsgefängnis zu wechseln. Da kommst du niemals raus. Na, das werden wir ja noch sehen. Wir sind an der Universität von Malibu und die Betonung liegt auf Universität. Was nützen gute Noten, wenn man total käsig aussieht? Gebräunte Studenten sind glückliche Studenten. Und Studenten, die nicht gleich wieder durchfallen, sind überglückliche Studenten. Ist auch egal, ich mache mir keine Sorgen. Ihr seht die Meisterin des Lernens auf den letzten Drücker vor euch. Hallo, siehst du nicht, dass ich mit wichtigen Sonnenstrahlstudien beschäftigt bin? Oh, ich meine, Hallöchen, ich bin Clover. Was studierst du? Ich heiße Blaine. Ich bin Captain des Mali-U Beachvolleyball-Teams. Also Blaine, was machst du denn so, wenn du dich nicht am Strand rumtreibst? Mein Coach meint, wenn ich nur halb so viel Zeit fürs Training verschwenden würde, wie ich fürs Schuhkaufen, Cappuccino trinken oder mit romantischen Komödien vergeude, würde ich auf dem besten Weg zum Profi sein. Vergiss den Coach, ich finde echt total toll, was du machst. Ich meine, toll, wie vielseitig du bist. Weißt du, du hast viele interessante Interessen. Ich sollte jetzt wieder zum Training, aber wäre es okay, wenn du mir deine Nummer geben würdest? Ruf mich an! Wow, das war vielleicht schräg. Ja, das war wie in einem Paralleluniversum mit einer männlichen Clover. Der ist so süß und er mag alles, was ich auch mag. Ich kann's ja selbst kaum glauben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was unsere zukünftige Beziehung jemals gefährden könnte. Außerdem hier! Huh? Ich glaube langsam, dass es eine Verschwörung gibt, die verhindern soll, dass ich braun werde. Es gibt keine Verschwörung, nur eine extrem tückische Mission. Sie drei müssen einen äußerst gefährlichen Verbrecher vom WOOHP-Sicherheitsbereich zu unserem Hochsicherheitstrakt bringen. Wenn der Verbrecher so gefährlich ist, warum haben Sie ihn dann nicht gleich in den Hochsicherheitstrakt gebracht? Bei der augenblicklichen Flut an kriminellen Genies leidet WOOHP zurzeit an einem gewissen Platzmangel. Und wie gefährlich ist gefährlich bei dieser Mission? Ich habe heute Abend eine wichtige Verabredung und würde da gerne hingehen. Mädels, trefft das Öhmchen. Das soll das gefährliche kriminelle Genie sein? Was hat sie verbrochen? Hat sie ihr weltberühmtes Törtchenrezept geheim gehalten? Oh, sie erinnert mich total an meine Oma. Ich sollte sie gleich anrufen. Ich vermisse sie. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das Öhmchen war eine der skrupellosesten und berüchtigsten Bankräuberinnen ihrer Zeit. Die Betonung liegt auf wahr. Für ihre Mission benötigen sie die ultra aufblasbaren Nylon-Tech-Westen, die Jet-Rucksäcke, Infrarotbewegungsmelder, Sonnenbrillen und das neue Druck-Umkehr-Schneespray. Es ist wie Haarspray, nur viel kälter. Ich glaube nicht, dass wir dieses ganze Hightech-Zeug brauchen, Jerry. Das Öhmchen ist immerhin über 80. Sam hat recht. Wenn wir nicht mit so einer alten Pantoffeldame fertig werden, können wir es auch gleich lassen. Ich versichere Ihnen, das Öhmchen ist äußerst gerissen, also seien Sie besonders vorsichtig. Ihr neues Gefährt sollte Ihnen helfen. Wahnsinn! Es hat eine Titaniumhülle als Schutz gegen Fieslinge und eine Schwebevorrichtung für schnelle Fluchten. Ganz zu schweigen von den Stoßdämpfern, so kann man Lipgloss ungeachtet der Straßenqualität auftragen. Oh, die Prioritäten sind erfüllt. Ich fahre! Achtung, Schießgewehr! Hey, den Geruch erkenne ich überall. Außen ganz knusprig, weich und klebrig in der Mitte. Wenn du ein Zimtliebhaber bist, hol dir ein Snackedoodle. Was sollte denn das werden, Sammy? Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, von Fremden keine Snackedoodle anzunehmen? Ganz ruhig, Süße. Sie wurden mit viel Liebe in WOOHPs Sicherheitsgewahrsam gebacken. Das Einzige, was ich reinschmuggeln konnte, war echte Butter. Echte Butter? Oh. Das ist eine Sünde. Wenn ich deine Schönheit und deinen Stoffwechsel hätte, Liebes, würde ich jeden Tag eine ganze Packung davon essen. Bestimmt sind die ganzen Jungs dauernd hinter dir her. Na, nicht alle Jungs, nur die meisten. Nur zur Erinnerung, Jerry hat uns alle gewarnt, nicht auf ihre durchsichtigen Tricks reinzufallen. Ah, und du bist ohne Zweifel das Gehirn der Truppe. Mit deiner Intelligenz und deinem Durchblick überlistest du sicher alle Verbrecher. Naja, nicht alle Verbrecher, die meisten. Und wer von euch wird jetzt ein Keks? Das ist wie ein Stückchen buttergefüllter Himmel. Also die sind wirklich so gut. Ja, die schmelzen richtig im Mund. Na, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt losfahren? Ihr wollt doch die netten WOOHP-Angestellten dort nicht warten lassen. Meinem Computer zufolge sollte der WOOHP-Sicherheitstrakt gleich auf der rechten Seite auftauchen. Eine Masche rechts, zwei links und fertig. Das ist eine kleine Erinnerung an mich. Wofür ist das? Das ist ein Schutztäschchen für deinen Computer, Liebes. Ah, woher wussten Sie, dass Lila meine Lieblingsfarbe ist? Nenn es die Intuition einer Großmutter. Kann ich noch ein Snackedoodle haben? Oh, Liebes, jetzt hast du die ganzen Krümel über deinen schicken Anzug verteilt. Aufhören! Oh nein, das kitzelt! Oh, schmerzen die Fesseln? Nein, nur meine steifen Gelenke melden sich gerade wieder mal. Könntest du die Fesseln ein kleines bisschen lockern? Na, ein kleines bisschen kann ja nichts schaden. Es ist ja nicht so, dass sie uns wegrennen, oder? Und die lustigen Mädchengespräche verpassen? Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Sayonara, Ladies! Vergessen Sie es. Ich werde sicherlich keine gebrechliche alte Dame angreifen. Und das war gerade der zweite schwerwiegende Fehler. Ich habe schon immer nervende Beifahrer gehasst. Aber ich fahre doch selbst. Ja, aber jetzt schon nicht mehr. Und danke fürs Mitnehmen. Wir sehen uns, ihr Pfeifen. Sagt mir, dass wir nicht gerade von einer alten Dame reingelegt wurden. Schlimmer, wir sind von einer alten Dame in einem gelben Wollpullover reingelegt worden. Ich kann nicht glauben, dass ich auf ihre liebenswerte Oma-Masche reingefallen bin. Oh, ich glaube, wir sollten Jerry anrufen und ihm den Fehler beichten. Wo stecken Sie denn? Der WOOHP-Hochsicherheitstrakt erwartet Ihre Ankunft. Hören Sie, Jerry, wir müssen ein kleines Geständnis machen. Das Öhmchen hat uns irgendwie mit ihren Stricknadeln überwältigt und ist dann mit dem WOOHP-Mobil geflohen. Tja, leider. Meine Güte, ich habe schon befürchtet, dass sowas passiert. Ich hatte Sie gewarnt, dass sie äußerst listig vorgeht. Oh. Keine Angst, wir sind hinter ihr her wie Clover nach einem Alle-Schuhe-für-die-Hälfte-Sonderangebot. Gut, weil sie sicher bei der ersten Gelegenheit ihre alten Bankräubertricks anwenden wird. Oh, hoffen wir mal, dass ihre Spuren noch da sind. Warum nach Spuren suchen, wenn wir dem Ortungssystem des Wagens folgen können? Tolle Idee, Clover. Na dann los! Ich wette, das ist Blaine. Clover, wo bist du gerade? Es klingt, als wärst du in einer Art Windkanal. Das ist nur mein neuer, windiger Klingelton. Gefällt er dir? Wie kann es dein neuer Klingelton sein, wenn es gar nicht mehr klingelt? Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin im Mali-U Fallschirmspringer-Club. Ein echter Adrenalinschock. Dann bist du zu beschäftigt für einen Kaffee, oder? Nein, wieso? Wir sehen uns um 3 im Mali-Café. Oh, Mädels, ich glaube, ich bin verliebt. Ich habe es eben gar nicht gewusst, wie sehr ich Beverly Hills vermisst habe. Oh, die neue Winterkollektion ist frisch rein. Ein kleiner Blick kann nichts schaden. Okay, erst schnappen wir das Öhmchen, dann kannst du deinen Kaufrausch frönen. Kommen Sie mit erhobenen Snackedudeln raus! Na, die hat ja einen ganz schönen Zahn drauf. Ich hoffe, ich bin auch noch so fit in dem Alter. Das passt ja, dass wir in der Sackgasse sind, denn mit unseren Nachforschungen geht's auch nicht mehr weiter. Bingo. Okay, schwer zu glauben, aber es sieht so aus, als ob sie über die Mauer geklettert ist. Man sagt, dass Power-Yoga einen bis weit über 80 fit halten kann. Yeah! Das Sunnylane Seniorenheim? Was sucht eine notorische Bankräuberin gerade hier? Das können wir nur auf eine Weise rausfinden. Ich bin dabei, nachdem wir in unsere Verkleidungen geschlüpft sind. Der Look passt zu dir. Ja, lach so viel du willst, aber Jerry schuldet mir eine Aromatherapie-Gesichtsbehandlung dafür. Na, welche der reizenden Ladies hätte Lust auf eine Party-Bridge? Er meint euch, er redet gerade garantiert nicht mit mir. Wir sind Nord und Süd und Sie sind Ost und West. So, wer will jetzt abheben? Aber wir wissen nicht, wie man das spielt. Entschuldigung, aber es hat sich leider ausgespielt. Ja! Nicht so schnell, Öhmchen! Alex! Hast du eine Ahnung, Liebes? Keine Angst, durch die sehr weiche Polsterung der Schuhe tut es gar nicht weh. Ach ja? Wie wär's denn da mit Kleines? Von einem Stützstrumpf ausgetrickst worden. Passiert das erste Mal. Hey, wie unfair! Das kannst du laut sagen. Mit Familienschmuck sollte man keinen Schabernack treiben. Wow, das Öhmchen muss sich von diesen energiereichen Seetang- und Algenshakes ernähren. Sie strotzt ja nur so vor Energie. Ganz anders als Jerry, wenn er hört, dass das Öhmchen uns schon wieder ausgetrickst hat. Das zweite Mal. Wenn sie uns ausgetrickst hat, wieso hat sie dann Indizien hinterlassen? Seht euch das an, Mädels. Alle Rechnungen sind ausgestellt auf Papa. Papa? Das klingt doch eigentlich ganz nett. Naja, er hat 15 Jahre für einen der berüchtigsten Banküberfälle in der britischen Geschichte gesessen. Dann waren Papa und Öhmchen das Bankräuber-Superduo? Wohl eher ein Super-Trio. Genau wie wir. Ich störe Sie ungern, aber es gab schon wieder eine Flucht aus einem gewöhnlichen Staatsgefängnis. Die Flüchtige ist ebenfalls schon über 80. Das muss die andere Frau von dem Foto sein. Das Öhmchen schart die ehemalige Gang um sich. Und ich glaube, die haben etwas Gigantonormisches vor. Danke, Alex. Damit engst du die Möglichkeiten ein. Zurzeit wissen wir wirklich nicht viel. Bevor wir Näheres erfahren, sollten Sie wieder zur Universität gehen. Abgefahren! Dann komme ich ja pünktlich zu meinem Date mit Blaine. Schön, dass ich helfen konnte. Man sagt, mit den richtigen Sachen sieht man Jahre jünger aus. Ja, über 60 Jahre jünger. Oh nein! Mein Computer ist kaputt gegangen. Oh nein, überall, aber nicht hier! Clover, bist du das? Hallöchen, Blaine. Ist das ein Vanille-Sojalatte ohne Schaum? Als ich dich auf einen Kaffee treffen wollte, wusste ich nicht, dass man sich verkleiden soll. Ach, das? Das kann ich erklären. Ich übe für die Hauptrolle in einem Stück. Das völlig irre Wahnsinnspaar. Cool. Ich wusste nicht, dass du Theater magst. Ich auch nicht. Heute vor 30 Jahren hatte es ein Team von Bankräubern auf diese Bank abgesehen, aber ihre Bemühungen wurden damals von Gesetzeshütern vereitelt. Ohnehin spielt das keine Rolle mehr, denn die Third Street Bank hat heute wieder den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Kommt es nur mir so vor oder erscheint Öhmchens Plan auf einmal gar nicht mehr so unwahrscheinlich? Ja, sieht aus, als ob sie und ihre Gang noch etwas mit der Third Street Bank zu klären haben. Tut mir sehr leid, aber wir müssen los. Du weißt doch, Öhmchen wartet nicht gern. Tut mir leid, dass ich schon wieder weg muss, aber ich mach das wieder gut. Das verstehe ich total, Clover. Du musst deine Großmutter besuchen. Wir sehen uns dann also morgen. Mädels, jetzt weiß ich, dass ich verliebt bin. Danke. Hallo, was kann ich denn für Sie tun? Ehrlich gesagt, Liebes, werden Sie staunen, wie gut ich mir selbst helfen kann. Was soll denn das? Das ist ein Überfall. Hände in die Luft, sodass ich Sie sehen kann. Was ist denn los, Schätzchen? Fällt es Ihnen schwer zu glauben, dass eine alte Dame eine Bank ausrauben kann? bereit. Na, glauben Sie uns jetzt? Beeil dich, Schätzchen, wir werden nicht jünger. Haben Sie den Alarm ausgelöst? Ich sage meinen Enkeln immer, sie sollen nicht hetzen. Aber die hören auch nicht. Oh nein! Wir kommen gerade rechtzeitig. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach unangemeldet reinschneien? Alte Leute hassen Überraschungen. Tja, meine Lieben, es war uns ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Leider müssen wir jetzt doch schon wieder gehen. Tut mir leid, aber diese Greisengang geht nirgendwo hin. Wir hören lieber fortgeschrittene Jugend. Na, das nenne ich einen kräftigen Überbiss. Hey, ist alles okay? Du solltest dir lieber um dich selbst Sorgen machen, Liebes. Worauf wartest du denn noch, Mäuschen? Hast du etwa Angst davor, ältere Semester anzugreifen? Ich verschlinge Agentinnen wie euch zum Frühstück. Jetzt sind sie zu weit gegangen. Ömchen hin, Ömchen her. An mein Haar lasse ich nur Wasser und mein Friseur. Das geschieht ihnen recht, sie grauhaariges Ungeheuer. Alex, pass auf! Was kommt jetzt? Explodierende Lockenwickler und Haarnadelmaschinengewehrfeuer? Das war doch nur ein Scherz! Ich komm schon, Alex! Autsch! Passen Sie auf, wo Sie hinfahren! Also, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal froh wäre, Stützstrümpfe zu tragen, meine Liebe. Ich kann nicht atmen! Ich warne Sie! Lassen Sie Sammy los! Und was willst du tun? Mich fürs Loslassen bezahlen? Nein, ich wollte Sie bezahlen lassen! Ich habe Kevlarfasern direkt in das Muster eingewebt. Mein Pullover ist nicht nur warm, sondern auch schussfest. Und jetzt mach sie fertig, Bubi. Minzbonbons gefällig? Wie eklig. Mach das ab. Würde ich gern, aber die sind so klebrig und alt, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich will gar nicht daran denken, was passiert, wenn man die essen würde. Das ist es. Was ist was? Warmes Wetter. Sammy, jetzt ist nicht die Zeit, einen Urlaub zu planen. Ciao, Mädels. Wir schicken euch eine Postkarte aus Mexiko. Was ist denn jetzt los? Ich hätte mein Reisebüro doch in die Schnellwahlliste aufnehmen sollen. Wow, alte Menschen können Kälte wirklich nicht ausstehen. Wie du in so einer Situation noch nachdenken kannst? Und voller Minzbonbons. Den Partikulieren haben sie es aber echt gezeigt, Mädels. Das ist ein altes Wort für alte, noch nicht so wichtig. Ich werde dieses süße Lächeln vermissen, ganz abgesehen von diesem unglaublichen Haar. Was ist dein Geheimnis? Ha, auf das süße alte Damengeschwafel falle ich nicht mehr rein. Ciao! Wow! Hier ist es ja total super. Da will man fast auch eine Bank ausrauben. Was denn? Ich habe fast gesagt. Na, wir können sie ja immer besuchen kommen. Oh, seit wann besuchen wir denn in unserer Freizeit Verbrecher? Seit ich Öhmchen Snackedoodle probiert habe. Diesen empfindlichen Zünder zu installieren war ein Fehler. Wer ist da? Oh, Blaine, du hustest. Bist du krank? Was ist denn hier los? Ich wollte mir gerade einen Toast machen, aber es ist verbrannt. Erinnere mich dran, dass ich dich nie für mich kochen lasse. Hey, ohne Verkleidung hätte ich dich fast nicht erkannt. Deshalb bin ich auch hier. Ich wollte dir nämlich versprechen, dass das Theaterstück uns ab jetzt nicht mehr in die Quere kommen wird. Das heißt, nur wenn du immer noch mit mir ausgehen willst. Dann hole ich dich morgen um 8 ab. Oh, du bist wirklich zu toll, um echt zu sein. Um den Feind auszuschalten, muss man anfangen, wie der Feind zu denken. Dann ist meine Lieblingsmall The Groove, mein Stammrestaurant das Vegetarier Inn und mein absoluter Lieblingsfilm 10 Dinge, die ich an dir liebe, aber trotzdem ändern will. Operation Agentenbeseitigung läuft dann offiziell an. Wir sind heute hier auf 6.400 Metern zusammengekommen, um der Eheschließung von Clover und Blaine beizuwohnen. Oh, ich kann nicht glauben, dass uns Clover gezwungen hat, diese schrecklichen Kleider zu tragen. Sie wollte wahrscheinlich nicht, dass wir ihr die Show stehlen. Entschuldigung! Jerry versucht gerade, Blaney und mich zu trauen. Blaney, ich meine Blaine, willst du Clover zu deiner Ehefrau nehmen? Aber sowas von. Und Clover, willst du Blaine zu deinem rechtlich angetrauten Ehemann nehmen? Na klar. Dann erkläre ich euch hiermit Kraft des mir verliehenen Amtes zu Mann und Frau. Was ist denn los? Eine unterbrochene Trauung. Und gerade als es richtig interessant wurde. Natürlich kann ich nicht lange sauer sein, wenn ich Blaneys super süßes Lächeln vor mir sehe. Zeit meinem Traumprinzen, alles von unserer Traumhochzeit zu erzählen. Raus aus den Federn, hat mein Volleyball-Herzblatt gut geschlafen. Ja, aber nur weil ich von dir geträumt habe, der allersüßesten Studentin. Ich habe auch von dir geträumt. Wir haben so viel gemeinsam, wir träumen sogar gleich. Das ist, weil wir füreinander geschaffen sind, Süße. Nicht erwarten, dich zu sehen. Gehen wir was essen? Na klar. Ich warte an den Picknicktischen und werde nur Augen für dich haben. Mua. Bis später, süßester Freund aller Zeiten. Was ist passiert, Clover? Ist hier eine Spinne? Hast du Spliss? Ist ein Nagel abgebrochen? Nein, nein und nein. Der Grund, warum ich so aufgekratzt bin, ist, Blaine ist der Richtige. Der Richtige was? Der, den ich noch mehr mag als meine Designerschuhsammlung. Der, den ich bald heiraten werde. Heiraten? Aber du kennst ihn erst seit einer Woche. Und ihr wart doch erst dreimal zusammen aus. Was soll ich sagen? Ich bin total verliebt. Guten Morgen, Agentinnen. Was für ein schöner Tag. Ich dachte, mein Wecker könnte nicht noch nervender werden. Bis jetzt. Was immer es auch ist, können wir das nach dem Frühstück besprechen. Bitte akzeptieren Sie mein aufrichtiges Bedauern, aber leider geht es diesmal nicht. Tolle Entschuldigung. Jerry muss lernen, dass Frauen Zeit für sich selbst brauchen. Hallo, Ladies. Wissen Sie, Jerry, wenn Sie nicht so eine tolle Fallschirmtrauung organisiert hätten, wäre ich jetzt echt sauer auf Sie. Okay. Wir haben einen heißen Tipp zu einem Verbrechen bekommen, das verübt werden soll. Mallred, ein berüchtigter Krimineller, der WOOHP schon seit Jahren beschäftigt, will in Beverly Hills zuschlagen. Oh nein, nicht The Groove! Ich fürchte doch. Mallred wird sich höchstwahrscheinlich in die Shopping Mall graben, um die neuen Kollektionen zu stehlen. Sie meinen, er kann sich als Erster die tollsten Klamotten unter den Nagel reißen? Ohne nerviges Anstehen? Oh, das ist ja toll! Muss ich Sie daran erinnern, dass es sich dabei um ein unrechtmäßiges Verhalten handelt? Sie brauchen die Hitzesensoren, Bewegungsmelder, Sonnenbrille mit Fernglasfunktion, die Ohrring-Mikrofon-Kommunikatoren, den Kamm Dietrich und die Mausefallen-Lunchbox. Oh, genau so eine hatte ich, als ich klein war. Vorsicht, der Auslöser ist empfindlich. Wer hätte gedacht, dass uns Jerry je zu einem Abstecher ins Shoppingcenter verdonnern würde? Der Job fängt langsam an, Spaß zu machen. Viel Spaß beim Shoppen. Danke, Jerry! Clover, wir sind auf einer Mission. Kannst du das in deiner Freizeit lesen? Man liest die glückliche Braut doch nicht. Man sieht sich die Bilder an. Okay, wie wär's denn hiermit? Du bist viel zu jung, um zu heiraten. Oh, deshalb nennt man es doch Träumen. Ein Mädchen sollte auf alles vorbereitet sein. Entweder ist das Mallred oder die allerneueste Freak-Mode. Der Typ braucht wirklich neue Klamotten. Und ein Flohbad. Siehst du, das passiert, wenn man nicht im Voraus plant. Man bleibt Single und zieht sich ein Rattenkostüm an. Okay, Alex und ich sind die Köder, während du reinstürmst und die Ratte fängst. Ich liebe narrensichere Pläne. Ziel entdeckt. Es geht los. Schon was vom Nager zu sehen? Ja, die Ratte nähert sich den Clocks. Ich bin gleich da, Sammy. Von Schuhen scheint die Ratte wohl genauso wenig zu verstehen. Clover, alles okay? Mir geht's gut, außer dass ich angegriffen werde. Tut mir leid, aber die Mall macht erst um 10 auf. Zeit für Plan B. Es gibt einen Plan B? Ha! Glaubt ihr, dass überteuertes Kaschmir mich aufhalten kann? Wenn ich das noble Tuch erkennt, der hat ganz offenbar gepennt. Und Clover meinte, Pashminas wären out. Rosa würde gut zu ihren Augen passen. Sam! Alex! Ich warne dich, lass meine Freundin los oder setz Pfefferhagel! Keine Sorge, Alex. Keiner widersteht der extra scharfen Salsa. Komisch. Wo ist der hin? Ich weiß nicht. Hallo? Wollt ihr mich mal losbinden? Au. Oh nein, Clover, bist du verletzt? Au. Nein, es tut nur weh von dem hier. Was ist das? Es sieht wie eine Art Peilsender aus. Aber einer wird das ganz genau wissen. Hallo Mädels, ich nehme an, Mallred wurde schon von Ihnen festgenommen. Ja, aber sein geheimnisvoller Gefährte wollte Clover spionetten und ist dann geflohen. Merkwürdig. Soweit ich weiß, arbeitet Mallred immer allein. Oh, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Sein Kumpane hat aber einen Indiz hinterlassen. Wir haben allerdings keine Ahnung, was das eigentlich ist. Senden Sie es zur Analyse ein und fahren Sie zur Universität. Ich schicke inzwischen ein paar Agenten rüber, die Mallred abholen werden. Das Schlemmerparadies öffnet in 15 Minuten. Wollen wir brunchen? Tut mir leid, ich bin mit Blaine verabredet. Wenigstens einer, der sich freut, dass es mir gut geht. Schade, am Brautisch scheint kein Platz mehr für Jerry zu sein. Na, halb so wild. Nach der Trauung kann er sich ja zu den Küchenhilfen gesellen. Ah! Blaney, hier drüben! Hey, du Bezaubernde, ich habe dein Lieblingsessen mit. Apfelbrie mit organischem Flachsöl, Pastasalat mit Sellerie, perlender Apfelsaft und als Dessert Mousse au Chocolat. Da Danke. Aber woher wusstest du, dass das mein Lieblingsessen ist? Was soll ich sagen? Ich versuche, dich glücklich zu machen. Du hast einen Fleck auf deinem Sporttrikot. Lass, ich mach das. Zum Thema Sport. Wir haben bald Ausscheidungsspiele und der Coach hat heute ein Training angesetzt. Ich muss leider weg. Oh, okay. Ich bin um 8 fertig. Was hältst du von einem Strandspaziergang bei Sonnenuntergang? Das klingt einfach toll. Genauso wie du. Oh. Wie schön, dass Sie zwei sich dem akademischen Lernen widmen. Ich wünschte, ich würde mich auch freuen, Sie zu sehen. Ja, haben Sie jemals von sowas wie Privatsphäre gehört? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich habe die Resultate der Analyse erhalten. Es handelt sich um eine Luftpumpe für Volleybälle. Eigentlich eine ganz nette Sache. Gut und schön, aber wie sollen wir den Typen damit identifizieren? Dank der kleinen MU-Initialen konnte ich ermitteln, dass die Minipumpen zur Standardausrüstung jedes Mitglieds des Mali-U Beachvolleyballteams gehören. Oh! Moment, haben Sie gerade Mali-U Beachvolleyballteam gesagt? Sie glauben doch nicht, dass Blaine in den Angriff auf Clover verwickelt war. Schwer zu sagen, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Dann sollten wir Clover jetzt aber sofort darüber informieren. Gehen wir. Clover, sind wir froh, dich zu sehen. Deswegen braucht er mich aber nicht mitten auf dem Campus umzurennen. Jerry hat angerufen. Erinnerst du dich an das Ding, das wir gefunden haben? Es ist eine Mini-Luftpumpe für Volleybälle. Sie gehört zur Standardausrüstung des Malibu Beachvolleyball-Teams. Du weißt schon, Blaines Beachvolleyball-Team. Hallo! Blaine ist doch nicht der Einzige, der in die Mall geht. Vielleicht habe ich sie auch verloren. Ich verbringe viel Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann. Genau das ist es. Obwohl du viel Zeit mit Blaine verbracht hast, weißt du fast gar nichts über ihn. Ich weiß genug, um zu wissen, dass Blaine mir niemals schadet. Ah! Wahrscheinlich war das Picknick Blaines Idee, oder? Als Blaine gesagt hat, er macht mir eine Überraschung, habe ich mir was anderes vorgestellt. Oh, oh. Ich glaube, deine Hochzeitspläne kannst du dir abschminken. Ah. Das würde auch den Fleck auf seinem Trikot erklären. Das war die extra scharfe Salsa. Dabei habe ich gerade unser Hochzeitsgeschirr ausgesucht. Dann checken wir mal ab, was dein Freund so alles auf dem Kerbholz hat. Vergiss Woop, ich habe eine bessere Idee. Gehen wir doch gleich mitten rein. Bei den ganzen coolen Designern in Südkalifornien könnte man schickere Uniformen erwarten. Lasst uns schnell reingehen, bevor Blaine zurückkommt. Hallo, ist jemand zu Hause? Mali-Us Reinigungsdienst. Dröge Einrichtung vorhanden. Poster von süßen Mädels auch da. Schmutzige Wäsche auf dem Boden auch da. Ja, ein durchschnittliches, unschuldiges Jungszimmer. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich den armen Blaine verdächtigt habe. Ich bin eine schlechte Freundin. Denk dran, was das letzte Mal passiert ist, als du das gesagt hast. Mädels, etwas sagt mir, dass wir nicht mehr in der Mali-U sind. Also das wirkt jetzt nicht mehr ganz so unschuldig. Krass! Das ist total der Stalker. Blaine beobachtet jede unserer Bewegungen durch ein Fernrohr. Da er alles über uns weiß, ist es nur fair, dass wir alles über ihn erfahren. Das bestätigt, dass Blaine ist ein Auftragsspion, der Clover ausschalten soll. Ich glaub das nicht. Ja, einen zwielichtigen Verlobten zu haben, ist wirklich ein echter Schock. Doch nicht das. Er hat sich bei meinem absoluten Lieblingsfilm geirrt. 10 Dinge, die ich an dir liebe, aber trotzdem ändern will, ist doch nur mein drittliebster Film. Keine Angst, Clover. Zusammen besiegen wir diesen lügenden, betrügenden, nichtsnutzigen Freund mit seinen eigenen Waffen. Jetzt ist echt nicht die Zeit, Blaine mit Mandy zu verkuppeln. Oh, du meintest nicht die Art von Rache. Oh nein, Blaine, komm zurück! ich jetzt, wo wir uns an ihm rächen können. Wenn wir Blaine glauben lassen wollen, dass wir nichts ahnen, müsst ihr euch ganz natürlich verhalten. Entspannt euch, okay? Wird schon schief gehen. Hi, Blaine. Ich meine, Blaney, wie war das Training? Clover? Ich dachte nicht, dass ich noch mal was von dir höre. Ich meine nicht vor unserem Strandspaziergang im Sonnenuntergang. Genau deswegen rufe ich auch an. Bleibt es bei 8 Uhr? Das würde ich um keinen Preis verpassen wollen. Süße. Mm. Wie konnte ich nur auf einen so hinterlistigen Typen reinfallen? Versuch's mal positiv zu sehen. Was ist positiv daran? Du vergeudest keine Zeit mehr für Hochzeitsvorbereitungen. Ich warte hier auf meinen nichtsnutzigen Freund, während ihr euch hinter den Sanddünen versteckt. Blaine wird keinen Verdacht schöpfen. Niemals. Ach, ich liebe solche Geheimangriffe. Dann sind wir ja schon 2. Wenn ich am Strand 1 wirklich hasse, dann sind es diese Sandflöhe. Spinnen sind aber auch nicht so toll. Ah, nimm die weg! Auch wenn wir auf der Verliererstraße sind, ich muss es sagen, tolles Spielzeug. Clover! Blaine! Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, du versuchst dich anzuschleichen. Aber nur, weil ich dich umarmen wollte, meine Schöne. Boah, ich hab dich ja so vermisst. Und? Wie war dein Tag? Mein Tag? Mal nachdenken. Ich bin aufgestanden, habe trainiert, wurde fast in die Luft gesprengt und habe dann entdeckt, dass du hinter dem Ganzen steckst. Keine Angst. Dein Pechtag ist schon fast vorbei. Wusstest du es nicht? Ein guter Freund ist schwer zu finden. Wenn du einen siehst, sag mir Bescheid. Du hast was vorbereitet? Ja, deine Henkersmahlzeit. Wie schade, dass jemand so Süßes so fies sein kann. Und es ist schade, dass jemand so Süßes wie du so ein schlechter Freund ist. Nicht schlecht, deine Moves. Hast du die auf der Fiesling-Schule gelernt? Das wüsstest du. Du warst doch da in deiner Klasse die Allerbeste. Unglaublich, dass Blaine denkt, Clover wäre eine fiese Spionin. Dann denkt er von uns bestimmt genau das Gleiche. Wir müssen Jerry anrufen. Wenn wir hier rauskommen, müssen wir uns den Namen von Blaines Zubehörlieferanten holen. Ja, das Teil rockt echt total. Pass auf, Kleines. Der Käsekuchen hat einen ziemlich harten Rand. Pass du lieber auf. In den Appetithäppchen stecken Zahnstocher. Du nennst mich fies? Dabei hast du mir doch die ganze Zeit hinterher spioniert. Und du hast diesen Monat schon eine zerstörerische Waffe gestohlen, eine Bank ausgeraubt und versucht, ins Einkaufscenter einzubrechen. Warte mal, du denkst, ich hätte was damit zu tun? Wenn für dich was rausspringt. Hast du vielleicht schon mal was von Indubio Pro Reo gehört? Hey! Jerry! Wie Sie sehen, brauchen wir Ihre Hilfe. Oh nein! Ich komme sofort. Wie kann jemand so Süßes so schlecht für mich sein? Also echt, hallo! Du bist völlig durchgeknallt. Und du kannst mich mit deiner Art nicht täuschen. Güte! Ah! Okay, es wird Zeit, diese total merkwürdige Beziehung zu beenden. Ja. Dazu, Blaine, da liegt offensichtlich ein Fehler vor. Was hältst du davon, wenn wir was essen und die Sache klären? Tut mir leid, mir ist der Appetit vergangen. Unser Zubehör ist vielleicht nicht ganz so modern wie deins, aber es erfüllt seinen Zweck. Gibt's irgendeine Möglichkeit, seine Erinnerung zu löschen, sodass wir wieder ein Paar sein können? Clover! Was? Ich will nicht, dass alle meine Blütenträume platzen. Vielleicht tun sie das nicht. Nach einigen Nachforschungen bin ich zu der Auffassung gekommen, dass Blaine auf der guten Seite steht. Als er mir den Thunfischauflauf entgegenschmiss, hatte ich nicht das Gefühl. Und Clover geht's genauso. Ach richtig, Sie können nicht sprechen. Bitte erlauben Sie mir... Aber ich verstehe das nicht. Ich sollte doch einen Fiesling ausschalten. Clover ist aber nicht die Verbrecherin, zu der Ihr Auftraggeber Sie gemacht hat. Woher wissen Sie was von meinem Arbeitgeber? Noch nicht mal ich weiß, wer das ist. Hallo? Das ist die Weltorganisation zum Schutz der Menschheit. Die wissen alles. Tut mir leid, dass ich dich damit reingerissen habe, aber ich dachte, du wärst böse. Ich verzeihe dir unter einer Bedingung. Alles. Ich tue alles, was du willst. Wir sind ab jetzt ganz offiziell wieder zusammen. Da wäre allerdings immer noch die Frage, wer Blaine engagiert hat, um Clover auszuschalten. Nach dem Spaziergang im Sonnenuntergang. Aber... Ruinieren Sie nicht den romantischen Augenblick.